So, hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute mal vorstellen, wie ich eine Basis auseinanderpflücke hier in Assassin's Creed Origins. Dafür bin ich exemplarisch am Wüstenwasserfall-Versteck in der White Desert Oasis und habe Zenu schon mal vorgeschickt, hier alles auszukundschaften. Und los geht's bei mir immer mit dem Raubtierbogen. Mit dem kann ich dann teilweise sogar Kommandanten und Hauptmänner one-shotten. Das ist alles gar kein Problem. Vor allem natürlich mit dem gelenkten Pfeil kann man die fliehenden Soldaten erwischen und töten. Ihr fragt euch sicher, warum ich so viel Schaden mache ohne Kopfschuss. Das liegt an dem Trophäenjäger. Der hat die Eigenschaft Höhenmultiplikator. Sobald 3 Meter Höhenunterschied zwischen mir und meinem Ziel sind, verursache ich doppelten Schaden. Ihr könnt euch vorstellen, dass das extrem viel ist. Und ein Kommandant der Stufe 40 wird geone-shottet. Das klingt erstmal stark overpowered und das ist es in meinen Augen auch. Ich habe hier noch ein neues Item bekommen, den Eschenbogen. Den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist ein legendärer Jagdbogen mit Distanzmultiplikator. Auch der Distanzmultiplikator funktioniert ähnlich wie der Höhenmultiplikator. Hier sind 20 Meter Distanz zum Ziel notwendig und ihr habt einen doppelten Schaden. Ganz krass, da werden aus 548 DPS rund 1100. Und so ist das Ganze hier auch überhaupt kein Problem. Ihr geht einfach zu euren Gegnern hin, schießt sie ab mit eurem Raubtierbogen. Ja, auch hier wieder 6700 Schaden. Und lootet den Pfeil, den ihr eben verschossen habt. Alternativ könnt ihr natürlich auch Attentate benutzen oder in den Nahkampf gehen. Für mich ist das aber wirklich der effizienteste Weg, hier die Basis auszuschalten. Gegebenenfalls zwischendurch, wie gesagt, ein Kettenattentat. Und falls ihr dann im Kampf mit 4 Gegnern seid, beginnt ihr mit einem Attentat, macht weiter mit einem Kettenattentat und dann mit eurem Höchstleistungsangriff und einem Waffenwurf. So ist auch schnell der stärkste Gegner besiegt. Ja, auch hier wieder eine Ansammlung von Gegnern. Wir one-shotten den Hauptmann. Wir versuchen unseren Pfeil hier um die Ecke zu lenken. Das klappt leider nicht immer. Und jetzt benutzen wir unseren Höchstleistungsangriff. Da wir keinen weiteren Gegner in der Nähe sehen, benutzen wir nicht den Waffenwurf, sondern erschießen den Herrn auch wieder mit dem Bogen. Gar kein Problem, das geht unglaublich schnell. Und so kann man auch wirklich gut Erfahrung sammeln, gerade natürlich, wenn man den Erfahrungsbonus geskillt hat bei Fernkampftreffern. Jetzt fehlt noch ein Schatz und wir sind sogar schon durch dieses Versteck durch. Ein Level 40 Endgame-Versteck. Ohne Konfrontation, ohne Probleme gelöst. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was so eure liebste Taktik ist, so ein Fort oder ein Versteck auseinanderzunehmen. Macht ihr das auch eher auf Assassinen- oder Range-Assassinen-Art? Vielleicht wollt ihr ja sogar, dass Gegner kommen, um mehr Erfahrung sammeln zu können. Falls ihr euch fragt, was für ein Schild ich hier gerade trage, dann checkt doch mal mein anderes Video aus, in dem ich euch zeige, was das für ein Schild ist und wo ihr den herbekommt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Euer Fragnard. Hey.